Herzlich willkommen bei Bändle Nürnberg. Mein Name ist Johannes Kandel und ich freue mich heute riesig, zwei tolle Gäste bei mir im Küchenstudio zu haben. Einmal Caroline Seufert von der Firma Luxhaus und einmal Herrn Norbert Badon von der Firma Badon. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Norbert Badon steht für Sektmanufaktur Geisenheim bei Rüdesheim. Seit 1984 Sekt im Champagnerverfahren, Sekt als Menübegleitung und als Garant für perlende Gespräche. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Herr Badon. Vielen Dank. Herzlich willkommen. Hallo. Ich freue mich auch ganz doll, dass ich hier sein darf. Es ist für mich mal eine ganz andere Umgebung als mein Keller. Und von unserer Sektkellerei her habe ich so einige Sachen hier mitgebracht, wo ich Ihnen vielleicht anhand der Utensilien, die dabei sind, ein bisschen die klassische Flaschengärung erzählen und erklären möchte. Und dann vielleicht später mal auf unsere Sekte eingehen. Und natürlich haben wir natürlich was zum Trinken mitgebracht, dass wir natürlich auch was probieren können. Natürlich. Kurz, wo sitzen Sie vom Firmensitz oder wo ist Ihr Weingut, ja, wenn die Kellerei? Also unsere Kellerei ist in Geisenheim. Geisenheim ist ungefähr 30 Kilometer westlich von Wiesbaden, 40 Kilometer westlich von Frankfurt ungefähr und liegt im Rheingau. Wollte es ich jetzt gibt also sagen, Rheingau, ja, verschiedene Weinanbaugebiete, hauptsächlich der Rheingau ist für uns halt so unsere Heimat. Nee, ist nicht. Schöne, und lokal patriotisch wie wir sind, machen wir ein für sich hauptsächlich Rheingauer Sekte. Mhm. Und wie ist die Kellerei so aufgebaut? Haben Sie da auch, gibt es auch Übernachtungsmöglichkeiten oder Besichtigungsmöglichkeiten? Also die Möglichkeit, die besteht, dass man Besichtigungen, Führungen machen kann. Wir machen auch Sektmenüs. Wir machen große Veranstaltungen. Übernachtung kann man bei uns nicht, aber der Rheingau ist so groß, dass es sehr, sehr viele Hotels gibt, wo man zu jeder Zeit Empfehlungen auch von uns bekommt, wo man gut übernachten kann. Aber ich glaube, das Interessante ist gerade, dass Sie ja auch gesagt haben, Sie können uns ein bisschen anhand von Beispielen zeigen, wie das Verfahren funktioniert. Denn in Ihrer Sektkellerei zeigen Sie es ja auch in dem Gewölbe, in dem spektakulären alten Gewölbe, so wirklich am Objekt sozusagen, was dann hinterher ins Glas kommt. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis der Sektmenüs bei Ihnen im Haus, dass sie eben in dieser ganz authentischen Atmosphäre stattfinden. Und wir haben es jetzt nicht ganz authentisch, aber wir haben es zumindest nachgestellt. Also neben haben wir einen kleinen Flyer stehen, da sehen Sie mal ungefähr, wie unsere Keller aussehen. Also die Flaschenstöße, die Rüttelpulte, hinten die Fässer, Kerzen auf den Pulten. Wie viele Flaschen sind es, die sich da jetzt gerade in Gärung befinden? Also in der ganzen Kellerei liegen ungefähr 230.000 Flaschen. Und auf den Rüttelpulten, was wir jeden Tag bewegen müssen an Flaschen, ungefähr 20.000. Wie alt ist das? Weil Gewölbe, das hat eine bestimmte gewisse Tradition, oder? Das Gebäude ist gebaut worden 1890, also es ist schon sehr, sehr alt. Ist damals als Sektkellerei auch gebaut worden. Der Besitzer war Jude, musste fliehen. Danach kam die Firma Asbach herein. Asbach uralt kennt man auch, das ist ein Cognac. Die hatten dann quasi das Gewölbe als Lager benutzt. Das war so ein Rohdestillatlager. Man konnte kaum in den Keller gehen, weil wenn man einmal Luft geholt hat, war man betrunken. Also das insofern, das passiert heute nicht mehr. 80%ige Rohsprit, also das war schon ziemlich viel. Und danach haben wir es übernommen, weil Asbach immer mehr zentralisiert hat. Ist ja auch aufgekauft worden von verschiedenen Firmen. Und wir haben quasi das Gewölbe wieder zurückgeführt zu dem, was es früher mal war. Wie viele Mitarbeiter sind da? Weil die Flaschen zu drehen ist. Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. 20.000 Flaschen. Also wir drehen ungefähr 5.000 Flaschen die Stunde pro Person. Also es ist nicht so, dass wir den ganzen Tag beschäftigt sind. Wir arbeiten zu zweit. Innerhalb von 2 Stunden, 2,5 Stunden, je nachdem, sind wir durch. Ja, tatsächlich. Das geht relativ schnell. Mhm. Und man hat 2 Hände und man dreht 2 Flaschen auf einmal und relativ. Und schnell. Für unsere Zuschauer, für den Laie, warum muss man die Flasche drehen? Ja, das habe ich jetzt hier ein Beispiel mitgebracht. Wir füllen ja am Anfang in die Flasche Wein, Hefe, Zucker. Mhm. Die Hefe vergärt den Zucker zu Alkohol und CO2 und lagert sich unten am Boden ab. Man sieht das jetzt hier ganz deutlich. Das ist jetzt was für ein Stoff? Das ist jetzt quasi Hefe und oben haben wir einen Spätburgunder Weißherbst als Grundwein. Mhm. Und
der Gesetzgeber schreibt eine Lagerzeit vor in dieser Form von 9 Monaten. 9 Monate, okay. Muss die Flasche so liegen. Das dient dazu, dass die Kohlensäure sich intensiv an Wein bindet. Das bedeutet, wenn Sie mal ein Glas Wasser einschenken und halten die Hand drüber, wird die Hand meistens feucht, weil die Kohlensäure über den Flüssigkeitsspiegel rausplatzt. Bei den Sekten ist es nicht der Fall, weil die Kohlensäure aufgrund der Lagerzeit sehr stark gebunden ist. Und je länger Sie ein Sekt lagern, desto feinperliger wird die Kohlensäure. Mhm. Und ist unsere das dann Sekte auch mehr lagern, Qualität? Ja. Oder, je länger ein Sekt lagert, desto höher ist die Qualität. Wir lagern prinzipiell unsere Sekte 3 Jahre und länger. Also statt der 9 Monate, die vorgeschrieben sind, 36 Monate. Genau. Bleibt das so liegen. Und deswegen auch diese Flaschenstöße, das rentiert sich, die nur aufzubauen, wenn man wirklich die Flaschen erst mal 3-4 Jahre vergisst. Ne? Sonst könnte man sie auch in Boxen lassen. Nach der Lagerzeit von gesetzlich 9 Monaten oder länger kommen die Flaschen auf sogenannte Rüttelpulte. Und das jetzt mal im Schnellverfahren, wenn ich die jetzt einfach nur auf den Kopf stelle und die ein bisschen bewege, sieht man, dass die grobe Hefe direkt runterrutscht und die feine in Schwebe bleibt. Mhm. Und das große Problem ist, wir können also nicht hergehen und die Flasche einfach senkrecht stellen und sagen, wir warten mal, bis die Hefe unten ist, weil es würde immer was in Schwebe bleiben. Okay. Der Sekt wäre trüb. Deswegen müssen wir sie rütteln auf sogenannten Rüttelgestellen, wie wir es hier im Kleinen haben. Wir fangen ganz leicht schräg an und drehen die Flasche dann immer etwas weiter, einmal links, einmal rechts, jeden Tag einmal. Und stellen die Flasche immer beim Drehen immer etwas steiler und lassen sie in das Pult fallen. Mhm. Und durch dieses Fallen lassen kriegen wir einen Schubeffekt der Hefe nach vorne. Endeffekt sieht so aus. Die Hefe sitzt hier unten. Ja, Wahnsinn. Und der Sekt ist blank. Mhm, also das ist jetzt nur Schmutz von außen als solches. Ne? Also das muss man einfach dazu sagen. Gut, wenn wir soweit sind, haben wir ungefähr, je nachdem wie der Sekt sich schütteln, ist 3 Wochen rum. Also es geht also 3 Wochen. 3 Wochen, 18 Tage, manchmal geht es schneller, manchmal dauert es auch etwas länger, bis die Hefe sich absetzt. Und danach können wir die Flaschen oben in unserer Halle degauchieren. Degauchieren heißt degorge, der Hals, kommt aus dem Französischen, köpfen. Wir köpfen die Flasche nicht, sondern wir reißen den Kronkorken ab. Mhm. Aber man friert sie ein, man taucht die Flasche in ein Eisbad bei minus 32 Grad. Dieser Kopf friert und dieses Eis hält die Hefe fest. Und machen Sie das, ist das auch Handarbeit? Oder wird das alles machen? Handarbeit. Okay. Mhm. Und danach, wenn der Eispfropfen die Hefe ja umschlossen hat, nehme ich aber jetzt besser die Flasche, kann ich ja die Flasche auf den Kopf stellen, weil jetzt der Eispfropfen die Hefe hier oben hat. Und dann macht man die Flasche auf und durch die Gärung der Umsetzung von Zucker zu Alkohol und CO2 haben wir einen Druck auf der Flasche von 6 Bar. 6 Bar, Gott, das ist das ist eine Menge. Ja. Wir haben Reifen um die 3. Ja. Also möchte man das nicht abbekommen, was dann da rauskommt im Zweifelsfall? Ja, also man sollte aufpassen, wenn man eine Flasche aufmacht, dass die halt nicht unbedingt jetzt den Korken entgegenfliegt, dass man ein blaues Auge hat. Man kann natürlich auch, also eine Flasche öffnet man so geräuschlos wie möglich. Ne? Also ich habe mal einen Korken mitgebracht. Ein Korken ist vorher ein Zylinder, wird maschinell zusammengepresst und in die Flasche reingestaucht. Und zwar nur bis zur Hälfte, sodass man den noch oben festhalten kann, wenn man sie aufmacht. Und wenn man eine Flasche aufmacht, hält man die Flasche fest, man hält den Korken fest und dreht die Flasche. Dann geht sie am einfachsten auf, weil der Hebel wesentlich größer ist. Mhm. Ne? Das kann man dann später vielleicht mal ausprobieren. Das wird jetzt maschinell gemacht, mit Maschine wird es hier vorne zusammen, dass es in Flaschenhals reinpasst. Genau. Und danach, wenn Sie mal nachher eine Flasche öffnen, Sie werden feststellen, der Korken will ja wieder in seinen Ursprung, also er geht ja wieder auseinander. Und somit dichtet er die Flasche sich ab. Wenn er eng zusammenbleibt,
dann ist er schon sehr lange gelagert auf dem Korken. Das kann man sich einfach mal merken für zu Hause. Wenn man eine Flasche aufmacht und der Korken geht wieder in die Flasche rein, dann sollten wir ein paar Freunde einladen, den Rest auch noch trinken, weil es die Kohlensäure verliert sich. Das ist nämlich das Interessante, dass man ja oft sagt, man hebt bestimmte Sachen für bestimmte Anlässe auf. Genau. Man wartet, bis der richtige Anlass für einen Sekt oder Champagner kommt. Und sie können kaputt gehen. Ja. Sie können kaputt gehen und dann hat man gar nichts davon. Also schnell weg dann. So ist es. Und ja, schnell weg. Die andere ist, wenn man was lagern möchte, wie lagert man Sekt eigentlich? Also Sekt kann Champagner? Also wir sagen immer, wir lagern unsere Sekte liegend, sodass der Korken feucht bleibt. Die Großindustrie sagt mittlerweile, man kann auch stehend lagern. Das ist aber eine Ansichtssache. Ich sage immer, die Großindustrie sagt das deswegen, weil sie maschinell verpacken. Die verpacken die stehend und das geht dann so in die Kartons rein und fertig. Und stehen und ja auch steht meistens im Regal, ja, genau. Wenn es verkauft wird. Und wir machen alles liegend, weil es einfach sich auch mit dem Naturkork verschlossen ist. Aber kommen wir ganz kurz nochmal zurück auf das Öffnen der Flasche. Also wir haben jetzt die Hefe entfernt, also die Flasche ist offen. Und wir haben jetzt einen Sekt, der keinen Zucker mehr hat. Weil wir haben kein Zucker? Keinen Zucker. Mhm. Wir haben am Anfang zu dem Grundwein 24 Gramm Zucker gegeben und die Hefe. Mhm. Und die Hefe setzt die 24 Gramm Zucker komplett um. Das gibt also 6 Bar Druck. Plus, also der Zucker wird verwertet und ist nicht mehr drinnen. Richtig, auch, genau. Und jetzt hat ja jeder einen anderen Geschmack, also muss man dem Sekt wieder Zucker zuführen. Und das macht man mit Hilfe einem Likör, den man einfach herstellt. Früher hat man das gemacht mit Typagen, mit Cognac, mit Walnussextrakt, mit allen möglichen Sorten. Heute macht man, ist alles verboten, heute nimmt man den gleichen Wein und mixt den mit Zucker im Verhältnis 1:1. Dann hat man ein Likör. Man redet von Likör, ist eine Wein-Zuckerlösung. Mehr ist es nicht. Also es kommt aber nicht reiner Zucker rein, ein bestimmtes Verhältnis, wo man sagt, Mensch, so könnte er schmecken, sondern man mixt das mit einem fertig zubereiteten Sekt dann, oder? Mit einem fertig zubereiteten Likör dann? Nein, mit einem Likör. Also wir haben einen Likör. Ach so. Das ist die Wein-Zuckerlösung, die ist ja flüssig. Und dann geben wir quasi in die Flasche 15, 15, 20 Milliliter von dem Likör, probieren dann den Sekt und sagen, so schmeckt er uns am besten. Und dann wird das maschinell eingestellt, wie viel Likör jede Flasche bekommt, sodass der immer gleich schmeckt von der Geschmacksrichtung. Und bestimmt das dann über den Titel, den er hinterher trägt? Also welche Einordnung und Zuordnung? Genau. Oder macht das dann, ist es trotzdem noch ein Unterschied, wie er sich entwickelt? Oder in dem Moment, in dem ich den Zucker beigebe oder den Likör beigebe, weiß ich, was er hinterher wird? Ja. Also erstens mal weiß ich, wie er hinterher wird, weil ich ihn ja vorher probiert habe. Und die andere Sache ist, was ganz wichtig ist, man gibt dem Sekt jetzt die Geschmacksrichtung. Und man kennt beim Wein, kennt man ja Wein trocken, halbtrocken, mild. Das sind so die klassischen Begriffe. Beim Sekt hat man dummerweise die Begriffe von Frankreich übernommen. Und es geht los mit extra brüt, dann extra trocken. Dann kommt erst trocken, dann halbtrocken, dann mild. Das bedeutet, wenn Sie jetzt heute in ein Lokal gehen und sagen, ich hätte ganz gern einen trockenen Sekt, dann bekommen Sie immer was Liebliches. Weil ein trockener Wein geht von 0 bis 9 Gramm Restsüße pro Liter. Ein trockener Sekt fängt an bei 17 und geht bis 35. Und nochmal die Frage des Zuckers. Warum nimmt man Likör und nicht normalen Zucker? Oder? Ja, weil der Zucker ist ja ein Kristall. Wenn ich einen Kristall reinbringe in den Sekt, würde er durch die Decke an die Decke gehen. Also das kommen wir vielleicht später noch dazu, zu den Gläsern mit Mussierpunkten. Das ist quasi derselbe Effekt. Wahnsinn. Ja. Hochinteressant. Ja. Und wenn der Likör dazu ist und wir haben die Geschmacksrichtung, wie jetzt extra Brüt oder Brüt, dann wird er natürlich verkorkt. Dann kommt die Agraffe drauf, das ist also quasi das Drahtkörbchen, was den Korken festhält, sodass er nicht wegfliegt. Und dann ist der Sekt, wenn er gewaschen ist von außen, Etikett dann, drauf, dann ist er rein theoretisch versandfertig. Theoretisch deswegen, weil jetzt kommt Vater Staat ins Spiel. Auf jeder Flasche Sekt,
die in Deutschland verkauft wird, ist eine Sektsteuer. Die Sektsteuer ist eingeführt worden bei Kaiser Wilhelm, um eine Flotte zu finanzieren. Die Flotte haben wir selbst abgeschossen, aber die Steuer ist geblieben. Haben wir jetzt auch nicht mehr, haben wir die Steuer noch. Und die war damals bei 50 Pfennig, heute sind wir bei 1,02 Euro. Pro Flasche 0,75. Echt? Ja. Und es ist auf jedem Sekt. Das heißt, wenn ich einen deutlich günstigen Sekt kaufe, dann muss ich trotzdem diese 1,02 Euro abziehen. Richtig. Deswegen kann man heute, wenn Sie heute in den Supermarkt gehen, einen Sekt für 3 Euro. Eben, das dann muss man die Mehrwertsteuer von 19% runterrechnen, dann den 1 Euro noch runterrechnen. Glas, Vertriebssystem. Ja, also da wissen Sie, was Sie trinken, da bleibt nichts mehr übrig. Eigentlich gar nichts, das ist ja Wahnsinn. Ja, also da bleibt noch mehr viel hängen für den Wein, für den Grundwein. Ja. Mhm. Und seit wann sind Sie in dem Thema drinnen? Seit wann machen Sie das? Ja, seit 84, wir haben 84 angefangen. Ich habe in Geisenheim studiert, Getränketechnologie, das heißt also alle Getränke, von der Frucht bis auf die Flasche. Mhm. Und ja, natürlich zählt zu diesem Studium Praktikum. Man war dann in der Brauerei, man war in der Distille, man war in der Saftfabrik. Unter anderem war ich auch in der Champagne. Und dieses Praktikum hat mir am besten gefallen. Also ich hatte viel Spaß, Essen und Trinken. Und ich bin bei dem Getränk irgendwo hängen geblieben. Viele bleiben ja auch in der Champagne hängen. Ja. Also sind ja wenigstens zurückgekommen. Ja. Und ich habe gesagt, okay, ich will aber einen Sekt machen nach dem klassischen Gärverfahren, was ja früher auch Méthode Chamonix hieß, ist heute verboten, der Begriff. Und da, weil die Franzosen sich aufregen, es könnte was mit Champagner zu tun haben. Unsere Sekte werden nach dem gleichen Verfahren hergestellt. Nur der große Unterschied ist, wir machen aus einem Grundwein, aus einem Jahrgang und aus einer Rebsorte einen Sekt. Wir machen also keine Cuvée, keine Mischung aus verschiedenen, sodass sie jedes Jahr gleich schmecken, sondern unsere Sekte schmecken so, wie der Wein gewachsen ist. Und ja, Sekt, habe ich immer gesagt, das ist immer getrunken worden, in guten Zeiten, wenn wir gewonnen haben, wenn wir verloren haben, trinken wir auch einen drauf. Und in Kriegszeiten wurde auch Sekt getrunken, also insofern war das für mich das Getränk, das zu machen. Ja. Und das macht bis heute noch viel Spaß. Also das schön, ist ein Wahnsinn, ja. Wollen wir dann einfach mal uns den Flaschen widmen, weil Sie jetzt auch gerade über die Weine gesprochen hatten, die dahinter stecken. Und noch eine wichtige Frage, ja, wenn es jetzt um die Theorie geht. Der Sekt hat ja auch immer einen Jahrgang. Der Jahrgang ist der Jahrgang der Abfüllung und hat nichts mit dem Jahrgang des Weins zu tun? Der Jahrgang ist quasi der Jahrgang des Weines, aber er wird auch gleichzeitig abgefüllt. Also das heißt, die Abfüllung des Sekts ist auch gleichzeitig sein Herstellungsjahr quasi. Ja, genau. Also die 36 Monate fallen hinten runter und die weitere Zeit auch. Es ist das Jahr der Abfüllung. Der Abfüllung, genau. Wenn da drauf steht 2014er, dann ist der jetzt quasi 6 Jahre auf der Hefe gewesen. Auch logistisch muss man dann immer 3 Jahre voraus sein, ne? Weil man muss ja immer kalkulieren, der muss jetzt 3 Jahre eben reifen. Richtig, er muss reifen. Und wenn Sie ihn länger reifen, also wir haben auch Jahrgänge runter bis 2001 noch, und das sind ein für sich hervorragende Sekte aufgrund der langen Lagerzeit. Was man dazu sagen muss, und das ist vielleicht auch für alle Kunden sehr wichtig, Sie können Sekt lagern auf dem Kronkorken 10, 20, 30 Jahre, das macht gar nichts. Also solange er liegt und die Hefe ist drin. In dem Moment, wenn die Hefe draußen ist und der Naturkorken kommt rein, geben wir eine Garantie von 2 Jahren. Aha, okay. Weil wir sagen, wenn Sie den jetzt länger aufheben, verliert der Korken an Spannung, was ich vorhin schon mal sagte. Dadurch verlieren wir an Kohlensäure und wir haben nachher einen besseren Wein, aber kein Sekt mehr. Das ist ein für sich das, was man sich merken soll, Lagerzeit zu Hause. Lagerzeit auf dem Kronkorken ist eine andere Geschichte. Das heißt, Sie haben noch Sekte aus älteren Jahrgängen auf dem Kronkorken? Mit der Hefe, ja. Und das, was wir jetzt hier hören, kann man das auch 1:1 auf Champagner umlegen, was Haltbarkeit angeht? Und von der Haltbarkeit her ja, also haargenau das Gleiche. Nur der große Unterschied zum Champagner: Champagner ist meistens eine Cuvée aus 3 verschiedenen Rebsorten, Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir. Und bei uns ist es quasi,
wo wir sagen, ein Wein, ein Jahrgang, eine Lage. Okay. Also das kann die Champagner als solches. Und das macht den Sekt ja auch so interessant als Menübegleiter, weil er einfach ähnlich wie der Wein jeweils einen eigenen Charakter hat. So ist es, ja. Und dann eben auch unterstreichen kann, Aromen aus einem Menü ganz entsprechend. Ja. Genau, und schön perlt, ne, und fruchtig. Ja, was hochinteressant ist, ist einfach, und das hat uns schon bei vielen Menüs auch gezeigt, ein Sektmenü, früher, man kennt auch Champagnermenüs, gibt es auch, aber Sektmenü, das habe ich aus der Champagne mit rübergebracht, dass man hergeht und trinkt zu jedem Gang einen Sekt. Und schön ist es natürlich, wenn man eine Vielfalt hat von verschiedenen Rebsorten, wo man dann verschiedene Sekte zu anderen Gängen dazustellen kann. Der ganz große Vorteil ist, wenn Sie, sagen wir mal, ein Menü, so ein 6-Gang, 7-Gang essen, dann haben Sie ja eine gewisse Zeit, ne? Das heißt also, so 3-4 Stunden isst man da in aller Ruhe. Beim Wein wird es Folgendes passieren. Sie nehmen am Anfang 2, 3 vielleicht einen Riesling, dann einen Weißherbst, dann noch einen schweren Rotwein, dann noch was Edelsüßes hinterher. Und was passiert nach 3, 4 Stunden? Sie sagen, wo ist das nächste Bett? Oder geben Sie mir einen Sessel, wo ich ein bisschen einschlafen kann. Machen Sie das Ganze mit Sekt, da sagen Sie nach 3, 4 Stunden, wo gehen wir jetzt hin? Weil es einfach immer wieder belebend ist. Sie werden nicht müde mit Sekt. Und Sekt intensiviert Gewürze. Also Sie können also mit Sekt sehr, sehr gut kochen, Gerichte dazu stellen. Gewürze kommen viel, viel stärker und so weiter und so fort. Also das macht schon viel, viel aus. Macht Spaß, mit Sekt überhaupt zu arbeiten. Deswegen finden Sie auch immer wieder bekannte Partner, die sich mit Ihnen gemeinsam auf so ein Sektmenü einlassen, dann gemeinsam was entwickeln, was aufeinander abgestimmt ist, um das dann einfach im ausgewählten Kreis zu präsentieren. Ja. Die Veranstaltungen haben letztes Jahr, glaube ich, wegen Corona nicht stattfinden können, sollen jetzt aber geplant wieder stattfinden. Und wird auch wieder dann quasi eine externe und eine im Gewölbe stattfinden? Also das auf jeden Fall, eine externe wird in Frankfurt stattfinden. Die ist jetzt schon geplant auf August, weil wir sagen, im Moment ist Corona so ein bisschen aus den Köpfen. Wir wissen nicht, was nach den Ferien passiert. Unser großes Kulinarium ist immer im ersten Oktoberwochenende, wo wir quasi meistens einen Sternekoch einladen zu uns ins Gewölbe, der jetzt passend auf die Sekte zukocht. Aber das passiert auch außerhalb. Also wenn wir nach Frankfurt gehen oder nach München oder nach Berlin oder sonst wo, dann kochen die. Die kriegen dann die Sekte geschickt und die lassen sich einen Sekt quasi auf dieses Gericht zu kochen. Also wo sie sagen, okay, das könnte dann dazu passen. Und ich kommentiere das meistens und der Koch sagt dann ein bisschen was zum Essen dazu und dann ist das ein ganz gemütlicher Nachmittag. Ja, das ist eine schöne Sache, ja. Aber Sie hatten die Gläser angesprochen und ihre Eigenschaften. Und ich glaube, das wäre so ein guter Übergang, die Gläser in Funktion zu zeigen. Jawohl, dann machen wir einfach mal einen auf. Wer riskiert's? Also das würde ich jetzt sagen, mal den Riesling mal aufmachen. Und dann würde ich sagen, gehen wir nach vorne und schenken die vielleicht ein. Das ist jetzt ein Riesling Extra Brut, ein 2014er. Und das ist ein Erbacher Jungfer. Das ist also eine Lage im Rheingau Richtung Wiesbaden, ungefähr noch 10 Kilometer weit weg. So ungefähr kann man sagen. Hat einen schönen... Ja, sehr gut. Wow. Perfekt. Gelernt. Und jetzt sehen Sie schon gleich den Korken dazu. Der geht nicht mehr in die Flasche. Das kann man jetzt mal direkt sehen. Das wäre jetzt sehr unangenehm gewesen, wenn der gegangen wäre. Ja. Obwohl jetzt man sagen muss, der Sekt ist 6 Jahre alt. 6 Jahre. Auf der Hefe, ne? Ja, dann würde ich sagen, schenk mir vorne die 3 Gläser da ein. Und dann können wir über die Gläser auch ein bisschen erzählen. War das jetzt das Richtige? Ja, ja. Wir können sie alle 3 einschenken, dann können wir den Unterschied auch ein bisschen herausarbeiten. Also 2x3 quasi. 2x3, ja. Für jeden okay. 2. Das wird gut. Kriegen wir hin. Okay. So, dürfte soweit. Ja, das muss nicht unbedingt so wahnsinnig sein. Also Riesling, Extra Brut, das heißt genau. Jetzt? Genau, Extra Brut ist quasi jetzt die Geschmacksrichtung.
Ich hatte vorhin mal von den Geschmacksrichtungen gesprochen, von extra brüt, brüt, extra trocken, trocken. Wenn man jetzt die Zuckergehalte nochmal annähert, an den extra brüt geht von 0 bis 6 Gramm Zucker pro Liter. Also entspricht den trockenen Wein am ehesten. Genau. Der Brüt geht von 0 bis 12 Gramm plus 3 Gramm Karenz, also er könnte bis 15 gehen. Der extra trocken geht von 12 bis 20 Gramm. Der trockene geht von 17 bis 35 Gramm. Der halbtrockene geht von 33 bis 50 und danach kommt für mich Asti oder noch was. Also noch, ja. Noch also süßer. Hört sich jetzt gar nicht so viel Zucker an. Wie ist das umgerechnet in Likör? Was muss man da dann? Likör sind, also sagen wir mal, 5 Milliliter Likör, was man zugibt auf eine Flasche, sind ungefähr 4 Gramm Restsüße. Ach so, okay. So in dem Dreh rum. Okay. Gut, dann probieren wir so mal. So, einmal für dich. Ja, genau. Ja, Dankeschön. So, ja, ich würde sagen, erst probieren und dann so. Erzählen wir was. Ja, zum Wohl. So, vielleicht zu dem ersten Glas überhaupt was zu sagen. Sekt trinkt man ja quasi oder hat man irgendwann gelernt aus Flöten oder tulpenförmigen Gläsern. Früher, wie Sekt oder Champagner, hat man ja Champagner aus Schalen getrunken. Ne? Das ist ja mal so die großen. Ne? Ja. Und diese Schalen, die sind ja entwickelt worden von einer Frau, die sehr, sehr gerne Champagner getrunken hatte und hatte aber in einer Zeit gelebt, wo sie mit Corsagen anhatte und sie hat ein Riesenproblem gehabt mit der Kohlensäure. Und deswegen hat sie eine Schale entwickelt, wo die Kohlensäure ganz kurze Wege hat, perlt relativ schnell aus, weil die Oberfläche sehr groß ist und dadurch war klar, sie hat weniger Kohlensäure und konnte ihren Champagner. Ist das tatsächlich der Grund? Das ist ja fantastisch. Das war der Grund. Und sie hat, wenn die Kohlensäure immer noch zu viel war, dann hat die ihren Quirl rausgeholt und hat ihn rausgerührt. Das war aber dann, ja so. Dann war es wieder Wein quasi. 1800 rum ungefähr. Und ich sage immer, es ist zu schade dafür, wir versuchen die Kohlensäure da reinzukriegen. Ja, und das machen wir also nicht. Also deswegen tulpenförmige Gläser oder Flöten. Man kann jetzt hier an einem Glas schon in der Mitte erkennen, es ist ein Mussierpunkt drin. Ein Mussierpunkt bedeutet, es ist ein Kratzer im Glas. Kohlensäure wird erst frei, wenn eine raue Stelle im Glas ist. Wenn das Glas jetzt innen drin ganz glatt wäre, dann würde der Sekt da drin stehen wie Wein. Wir würden ihn aber erst merken auf der Zunge, weil die Zunge rau ist, dass wir Kohlensäure haben. Kohlensäure würde sich dann auf der Zunge entbinden. Aha, also wir hätten das überhaupt bewusst nicht diesen wunderschönen Effekt im Glas, genau, sondern wir hätten dann einen Überraschungseffekt auf der Zunge. Das Thema ist natürlich jetzt, bei unseren Sekten müssen wir es schon machen, weil aufgrund der Lagerzeit die Kohlensäure sehr feinperlig ist. Man sieht es ja jetzt schon. Deswegen müssen wir Gläser haben mit Mussierpunkt. Also das muss der Hersteller, Glashersteller bewusst machen, dass es perlt. Richtig, ja. Oder man geht her, man kennt es vom Weizenbier her, dass man einen Reiskorn reinschmeißt. Das geht natürlich auch. Ne? Ist aber nicht gerade so gut für einen Sekt. Ne? Aber, schon wieder vergessen. Aber geht aber auch. Wird dann wieder ein Teegetränk. Ja. Also das ginge auch, weil Reiskorn ist ja auch kantig und würde auch kaputt gehen. Jetzt ist natürlich so, wenn so ein Sekt perlt und er steht sehr lange, dann perlt er ja dann irgendwann auch aus. Und wir sind jetzt mittlerweile übergegangen, unsere hochwertigen Sekte, wo wir sagen, okay, die sind alle hochwertig, aber die sehr, sehr lange gereift sind auf der Flasche, sagen wir mal so 10, 15 Jahre und länger, dann nehmen wir dann die großen Gläser dazu. Die haben nicht jetzt unbedingt so ein Mussierpunkt, so einen starken, aber wir wollen die Kohlensäure auf der Zunge haben und nicht im Glas sehen, weil ich weiß ja, dass es Sekt ist, ich habe mir eingeschenkt. Können wir ja mal ausprobieren. Aber bei dem normalen Glas ist es doch was anderes. Ne? Also hier perlt er halt, wenn überhaupt, schneller aus, also es ist schneller weg. Ne? Und hier hat man genau
aus der Mitte heraus und hier perlt er querbeet. Aha, okay. Ja. Wahnsinn. Ja, das macht natürlich auch viel aus. Und bei den Flöten, die die ganz dünnen Gläsern haben, die jetzt quasi unten den Sekt noch im Stiel haben, da kommt man ja meistens auch mit dem Handtuch nicht hin. Mhm. Ja, also wenn Sie einen Staubflusen drin haben, perlt er genauso. Fantastisch. Kann man das auch so lassen. Dann kommt er noch als nächste Stufe, wenn man noch Spülmittel drin hat, perlt er auch ganz fantastisch. Nee, dann perlt er gar nicht mehr. Dann perlt er gar nicht mehr. Spülmittel geht er gar nicht mehr. Das wird sofort die Kohlensäure wegbinden. Ne? Ja. Das ist ein ganz anderes Bild. Ja, also hier ist es quasi so ein Feuerwerk in der Mitte, weil es bildet so Krönchen, wenn man so von oben reinschaut in das Glas. Das sieht man hier sehr schön, ja. Oder da, ja. Und bei dem anderen ist es halt weniger. Das ist einfach so der. Und Sie sagen, Effekt es ist dann davon. Quasi im Geschmack auch anders. Also den merkt man perlender quasi dann. Ja, also wenn man die jetzt, man kann sie wirklich aus der gleichen Flasche gerade vielleicht dann nochmal einschenken. Nochmal die gleiche. Ja. Und dann könnte man sie nebeneinander probieren. Einmal das kleine Glas, einmal das große Glas. Da merkt man schon einen Riesenunterschied. Und Sie können jetzt mal rein theoretisch hergehen und mal zu Hause ausprobieren, so 5 Gläser, wenn man ein Senfglas nimmt, ein Wasserglas, ein Weinglas, ein Sektglas und vielleicht noch ein großes. Und schenkt ihnen einen aus derselben Flasche, man kann die Leute alle verblüffen, weil dann sagen, was ist denn das, was hast du da jetzt gebracht, was ist denn das? Ne? Das ist ein kompletter man Unterschied. Man kriegt so einen Abend wunderbar gestaltet, selbst ohne das zugehörige Menü, wie ich ja. sehe. So kann man es sehen. Ne? Also das mit dem großen Glas, da kann man erstens mal schöner reinriechen, ne? Weil der Kolben geht rein und das kommt dann wesentlich besser rüber. Ja, ist schon, also. Das ist interessant, den Süßunterschied. Wahnsinn. Ja, aber auch, dass man vom Perlen sieht und Wahnsinn. Ja, ja also das kann man sich an für sich so zu Hause ganz gut merken, dass man sagt, okay, man sagt ja auch immer, je besser der Wein ist, also jetzt gerade bei Rotwein, desto größer nimmt man die Gläser. Mhm. Ja, so geht man davon aus. Und beim Sekt ist es ungefähr so ähnlich, dass man sagt, okay, ein lang gereifter Sekt ist an für sich besser, aus dem großen Glas zu trinken, als aus dem kleinen Glas. Ja. Aber ich finde auch, er hat eine tolle Farbe, ja. Also schön Gold. Ne? Das kommt jetzt aufgrund auch der Lagerzeit, ne? Aufgrund von der Zeit her. Aber trotzdem ist er jetzt nicht, sagen wir mal, so gereift wie ein Wein, wie man sagen würde. Ein Wein, der jetzt, sagen wir mal, 6-7 Jahre schon auf dem Korken liegt, der hat eine gewisse Reifenote. Und das ist bei den Sekten gar nicht der Fall. Die sind alle noch ganz, ganz frisch. Ne? Ah ja. Okay, dann würde ich sagen, wir haben jetzt probiert Riesling Extra Brut. Und was haben wir noch für Sorten? Also ich habe dann jetzt noch weitere Sorten, die wir kühl haben. Den Chardonnay. Chardonnay ist bei uns im Rheingau einfach eine Rebsorte, die es sehr selten gibt. Und wir haben das große Glück, einen Wein bekommen zu können von der Insel mitten im Rhein. Der kommt von der Mariannenaue. Das ist eine Insel, die 24 Hektar hat. Das ist der da? Der hier? Ja. Und auf der Insel herrscht natürlich Mikroklima. Wir haben Kiesböden, ganz leichte Böden. Und dadurch kriegen wir einen Grundwein, der relativ filigran ist und weich ist und nicht so überladen, wie wir so die Chardonnays kennen. Chardonnays kennt man von der ganzen Welt. Die sind meistens sehr dick, voluminös, viel, viel Alkohol. Man haut die meistens sogar noch ein Barrique rein, sodass da ein bisschen mehr Alkohol und Holz aufgenommen wird. Und das können wir ja nicht versekten. Wir können also keinen Wein mit 13, 14 Volumenprozent versekten. Weil er kriegt bei der zweiten Gärung ja noch ein Volumenprozent mehr. Mhm. Und irgendwann würde die Hefe aufhören. Also sie würde es nicht mehr schaffen. Und dann muss man dazu sagen, wenn man jetzt ins Glas reinriecht, Kohlensäure treibt natürlich auch den Alkohol in die Nase. Mhm. Und wenn er zu viel Alkohol hat, geht der Alkohol direkt ins Hirn. Also das wird dann stichig. Aha, ne? Okay. Und geschmacklich wird der brandig. Und deswegen ist es für uns ganz wichtig, Weine zu haben, die im Alkohol recht niedrig sind. Relativ niedrig sind, ne? Die zwar noch einen
guten Wein darstellen mit 11,5, 12 Volumenprozent, aber nicht unbedingt jetzt mit 13, würden wir nicht mehr machen. Ja, das zu dem Chardonnay. Dann haben wir einen Spätburgunder Weiß gekeltert, das ist quasi ein Blanc de Noir. Vielleicht dazu sei zu sagen, der Spätburgunder kommt aus Assmannshausen, das ist eine kleine Rotweingemeinde im Rheingau. Ein Blanc de Noir wird hergestellt aus einer roten Traube. Jetzt muss man das ganz kurz erklären. Der Spätburgunder ist rot, aber nur die Schale ist rot, das Fruchtfleisch ist weiß. Und wenn man jetzt einen Blanc de Noir herstellt, gibt man die ganzen Trauben auf die Presse, presst leicht an, die Schale platzt auf und der erste Saftablauf, der rauskommt, ist weiß. Und dann kann man einen Weißwein aus einer roten Traube herstellen. Und dieser ganz minimale Rotstich kommt dann manchmal von den Resten von den Schalen? Oder? Ja, wenn man ja jetzt, dann haben wir den Rosé, wenn wir den jetzt mal den da zum Beispiel nehmen, nur von der Farbe her. Das ist jetzt quasi, die Trauben werden vorher über eine Mühle gegeben, die Schale wird zerstört und dann geht es auf die Presse. Und dann bekommen wir quasi einen leichten Farbton in den Wein rein, also in den Saft und nachher natürlich im Wein. Die Farbe oder weil der Rest von der Schale kleine dabei ist? Weil die Schale auch Farbe dann abgibt, ne? Weil sie kaputt gemacht so. Worden ist. Ne? Die ist nicht nur angepresst und sie platzt selbst auf, sondern sie wurde zerstört und gibt aufgrund der Zerstörung dann, etwas Farbe ab. Okay, und das ist bei dem nicht so, weil die Schale nicht zerstört wird und kommt. Richtig, genau. Okay. Und beim Roten ist es so, man gibt auch wieder die rote Traube, den Spätburgunder auf eine Mühle, die Schale wird zerstört, die ganze Maische, also die Maische heißt die Traubenschale, Kerne, alles in einen großen Bottich, dann gibt man Hefe drauf und durch enzymatische Vorgänge wird quasi aus der Schale die Farbe herausgezogen und auf der Schale vergärt quasi der Saft zu Wein. Und dadurch kriegen wir einen Rotwein, den wir dann später auf die Presse geben. Also wir können aus dem Spätburgunder drei Sorten Weine herstellen. Einmal einen Blanc de Noir, einmal einen Weißherbst, also einen Rosé, oder einen Spätburgunder Rot. Das mit der roten Kapsel. Was ja auch was Besonderes ist, weil einen roten Sekt, da verbinden die meisten ja irgendwelche Jugenderinnerungen mit Lambrusco mit. Und dann ist man völlig überrascht, was für ein fein aromatisches Getränk nee, dann wirklich ist. Das ist der was. Nächste. Noch. Ja, das ist der da, das ist der Spätburgunder Rot. Und der ist rot. Der ist rot, absolut. Ja. Richtig rot, richtig also tiefrot. Rot, ja. Während der Cabernet noch tiefer rot ist. Aber das Thema ist auch bei dem Spätburgunder für uns auch wichtig, dass es passt zum Essen. Und ich bin ein Freund, und das kommen wir jetzt auch auf den Cabernet darauf zu sprechen, ich bin ein Freund von Rotwein. Ich trinke ganz gerne Rotwein und deswegen mache ich auch einen Rotsekt. Aber was keiner nicht so richtig nachvollziehen kann, ich mag keine süßen Rotweine und deswegen mag ich auch keine süßen Rotsekte. Mhm. Also es wird bei mir kein Rotkäppchen oder sonst was geben. Diese Sekte sind extra brüt, nicht dosiert, also so gut wie, die haben vielleicht ein Gramm Restsüße oder zwei, aber nicht mehr. Und deswegen eignen sie sich auch sehr, sehr gut zum Essen dazu. Also zum Wildgerichten können sie jetzt ganz gut den roten nehmen. Und bei dem Cabernet, den hat ein Freund von mir an der Loire gemacht. Der hat den Grundwein hergestellt, so nach meinen Vorgaben, und hat mir den Wein geschickt. Und dann haben wir mal einen Cabernet Sauvignon versektet. Also da haben Sie ein bisschen die Region verlassen und haben dann quasi zumindest einen freundschaftlichen Kontakt statt eines regionalen genutzt. Ja, weil ein Cabernet Sauvignon stellt man in Deutschland keiner her. Die hätten dann alle Alkoholgehalte von 13, 14 Volumenprozent als Grundwein. Und das ging nicht. Und deswegen habe ich gesagt, er soll mir mal einen so machen, dass ich dann Sekt draus machen kann. Und deswegen haben wir einen Grundwein gehabt, der hat 11 Volumenprozent und der hat jetzt als Sekt 12,5. Also insofern ist der Cabernet. Der Cabernet für mich sehr interessante Rotweinsorte, weil er so ein bisschen in grüne Paprika geht. So diese Noten. Und wenn wir jetzt das Thema Rot und Weiß haben, kennen wir ja vom Wein Temperaturthema. Wie sieht es denn bei der Temperatur mit dem Sekt aus? Was empfehlen Sie da? Da dürfen Sie mich oder meine Frau fragen. Meine Frau trinkt sie kälter als kalt. Und, alle, durch die Bank. Ja, durch die.
so 5 Grad und ich sage immer, ein Sekt sollte so 8 Grad ungefähr haben, so 7, 8 Grad Kühlschrank. Natürlich bei den Temperaturen kann man weiter runterkühlen, weil der wird im Glas von selbst warm. Aber da kommen wir vielleicht mal auf die Temperatur zu sprechen. Wenn Sie ein Getränk zu Hause probieren wollen, ob es gut ist oder nicht gut ist, dann müssen Sie es warm probieren. Weil wenn Sie ein Getränk eiskalt machen, schmecken Sie nur die Kälte. Sie schmecken sonst nichts anderes. Und dasselbe ist mit der Süße. Wenn Sie ein Getränk süß machen, die Zungenspitze schmeckt als erstes süß. Und dann schmecken Sie die Süße und sonst auch nichts mehr. Und für mich ist es wichtig, dass man dann sagt, okay, ein Getränk, wenn ich es probieren will, ob ich es in Zukunft weiterkaufe, dann probiere ich das temperiert 10, 11, 12 Grad. Beim Rotsekt, da bin ich sogar bei 13, 14, weil ich den trinke wie Rotwein. Also das muss man einfach so sehen. Ja. Also das heißt, das ist Ihre Empfehlung, aber am Ende gilt wie immer, erlaubt es, was gefällt. Das ist und alles schmeckt. Geschmackssache, das muss man dazu sagen, ja. Dann sagen wir vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, für die Eindrücke, die Sie geschaffen haben, fürs Probieren. Und danke für das tolle Hintergrundwissen, was man sonst so nicht hat. Also vielen Dank. Ich habe zu danken. Ja. Haben wir noch einiges zu tun. Ja. Schön, dass Sie da waren, Herr Ballon. Okay, Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.